an. Ja, ich mach's mal an. Du kommst dazu? Ich komme dazu. Ich pack noch den Nasentropfen weg. Perfekt. Pack mal die Nasentropfen weg. Das Handy. Aber dieses kleine Kätzchen stelle ich dafür hin. Eine schöne Blume. Aber dann muss die Katze auf den Blumen. Ja, okay. Wir melden uns zurück. Wann wissen wir noch nicht. Nach einer Woche, nach zwei Wochen vom letzten Video. Ist ja auch erstmal nicht so wichtig. Genau. Folgendermaßen, wir hatten euch auf Facebook und im letzten Video schon erzählt, dass wir an der Balkan-Rally teilnehmen und dass Teilnahmebedingung ist, dass man einem Verein, einem gemeinnützigen, eine Geldspende zukommen lässt. Wir haben uns überlegt, wie können wir das gestalten, wie machen wir das? Wir machen es folgendermaßen, alles was bei uns als Spende eingeht jetzt, geht an den Verein, Stefan, Sven, die verkaufen ihre beiden Mopeds. Und der Erlös geht auch noch zum Teil in den Verein rein. Ich mache einfach den Teleprompter. Perfekt. Wir haben uns einen Verein ausgesucht, den wir sponsern. Einer, der hier in Köln sitzt. Und zwar gegründet von den drei Tatort-Schauspielern von Köln. Die haben den Kölner Tatortverein gegründet. Der Tatortverein hilft hier in Deutschland selber Kindern. Yeah, Kindern. Und, wie wir. Und zwar unterstützen die bedürftige Kinder und Familien vor allen Dingen mit der Erstausstattung für die Schule und lassen Ranzen, Turnister, Sporttaschen, Mäppchen, Stifte, Schultüten, alles was man so braucht für den ersten Schultag. Alles springen für die. Genau, richtig. Wir haben uns mit einem Projektverantwortlichen von dem Verein schon getroffen. Der findet das relativ cool. Hat uns auch gesagt, vielleicht sehen wir die Jungs, also die Schauspieler dann auch noch irgendwann mal bei uns im Video. Und genau, sprich, bietet auf unsere Karren, die wir noch haben, Erlös an die Kinder. Wir haben unseren Paypal-Link, der wird gleich auch nochmal eingeblendet. Ja. Hier. Da, hier oder vielleicht da. Klicke hier. Und genau, da unterstützen wir den Verein mit. Das ist auch Teilnahmebedingung für die Rallye. Und alles Weitere für die Rallye seht ihr wahrscheinlich jetzt hier nach. Genau, vielleicht, eventuell. Anders noch, wir haben das Video hier nehmen wir gerade auf und wahrscheinlich ist die erste Auktion dann sogar schon gelaufen. Vielen Dank schon mal für alle, die geboten haben. Wenn nicht, bietet noch schnell, die läuft dann vielleicht nur noch zwei Tage. Und die nächste Auktion, also sprich Svens Motorrad, da müssen wir noch die Zylinderkopfdichtung machen, weil die ist ein bisschen undicht, haben wir aber alles da, machen wir auch noch. Dann kommt die quasi auch general überholt, auch in die Versteigerung. Aber das kann noch ein bisschen dauern. Aber dennoch haben wir euch schon mal darauf aufmerksam gemacht, was wir tun, wie wir es tun. Nochmal, es wird vermutlich nicht zu 100% alles da in die Spende reinfließen, weil wir ja unseren eigenen Erlös quasi aus den Mopeds ja auch wieder haben wollen. Ein Stück weit. Also wir reden von dem Eigenerlös. Wir haben irgendwie zwischen 100 und 150 Euro pro Maschine ja selber bezahlt. Die holen wir uns quasi aus der eBay-Auktion auch wieder raus. Und alles, was on top kommt, also das, was unser reiner privater Gewinn gewesen wäre, den geben wir dann halt für die Charity-Aktion zum Besten. Ja. Falls ihr noch was über das Projekt wissen wollt, auf der Website findet ihr alles zu diesem Ranzenprojekt. Schnurres-Fraktion meldet sich zurück. Wir fahren jetzt zu Svens Oma. Sammeln erstmal den Sven ein, der ist noch nicht da. Fahren zur Oma, holen den Kombi ab und wir haben heute Montag den, welchen haben wir? Anfang, Mitte Juni, keine Ahnung. 11. 12. Ich gucke. 13. 18. 18. 18. 18. Juni, holen die Kiste ab. Stefan ist zwei Wochen weg. Sven und ich, wir kümmern uns darum, dass die TÜV kriegt, irgendwie. Und dann fangen wir mit den Umbauten an, Anbauten, Umbauten, Blödsinn halt. Sven, heute Business oder was los? Heute Business, wir machen noch Geschäftstermin haben wir doch, oder? Ja, Geschäftstermin mit deiner Oma. Businessman. Das ist genau mein Duft. Duftbaum Prostituierte, Menthol und Zigarette.
ist auf. Allein durch das Hemd sieht das sehr professionell aus. Bei dir fühle ich mich gut beraten, Sven. Herr Topp, wie Sie sehen, keine Motorwäsche, alles trocken. Nachträgliche Dauerlüftersteuerung eingebaut. Fällig bei 172. Wir sind bei 95, glaube ich. 95. Ah, 20.000. Guck mal, Wischwasser ist auch noch voll. Ja, der ist nur nicht angeschlossen hier, ne? Der ist nur verfärbt. Ne, der war mal. Da war der Marder dran. So, geht wieder. Ja, größte Überraschung schlechthin und da bin ich total verliebt. Wir haben eine Klimaanlage und das Allerbeste ist, wir haben ein gekühltes Handschuhfach. Guckt euch das an. Nicht gekühlt, gekühlt. Kannst du den Motor nochmal anmachen? Ja. Für den Rallye-Sound. Schwarz, nur noch da. Das ist super. Boah. Ach, ich sehe jetzt, die Gummidichtung sieht aus wie neu. Guck dir das mal an. Top. Brauchen wir gar nicht mehr, da sind wir durch. Guck mal, Bremsflüssigkeit kann man mal ein bisschen nachkippen, aber eigentlich ist auch okay. Das ist halt genau zwischen Min und Max, halb. Was war mit Kühlwasser? Das ist weg oder was? Nö, das muss man halt regelmäßig nachkippen. Wir haben ja gesagt, ungefähr in der Region ein Loch in die Motorhaube, Trichter drauf. Der Fahrer muss nachkippen. Ja, so eine Lufthutze, können wir im Regen, kann er sich selber auffüllen. Geht das Ding nicht auf Druck? Ja. Wir können auch einen offenen Kühlkreislauf fahren, da müssen wir nur das Thermostat was runtersetzen. Fackelmann! So, Kofferraum ist im Sack. Wie meinst du das? Stock. So meine ich das. Kennen wir aber. Was ist denn das? Schmugglerfach. Guck mal, ein Ersatzrad haben wir. Reicht. Wir haben sogar die Werkzeugtasche, mit der wir losfahren können. Ein 17er Schlüssel. Seid ihr zufrieden? Ja. Eigentlich ein bisschen zu gut. Ich auch. Andererseits muss man dazu sagen, wir sind in so einer Balkan-Rallye-Gruppe über Facebook drin. Die anderen fahren T4 Synchro, Defender, Audi Quattro. Nur so teurere Sachen irgendwie. Wirklich, die geben sich auch richtig Mühe. Die haben sich ganze Ausbauten und Kofferraum gemacht mit Auszügen für Küche. Und in der Gruppe wird gefragt, ob man Allradfahrzeug braucht, welche Datentarife für ein Ausland man benutzt, wie viel Liter Wasser man mitnehmen muss, falls man liegen bleibt und so. Und wir denken uns einfach so, ey, wenn das Ding tüffelt, fahren wir los. So. Und der Tourstift. Den lege ich mal vorne rein. Da können wir im Roadbook mit Aufgaben aus. Ne? Brauchen wir auch keinen Stift kaufen. Aufgaben? Es gibt auf der Rallye Aufgaben. Erkläre. Also so ganz genau wissen wir das auch nicht. Aber es ist faktisch so, dass die Rallye gewinnt nicht der, der als erstes ankommt, sondern du kriegst bei Start ein Roadbook. Da sind Aufgaben drin. Da ist die grobe Wegführung drin, aber nur grob. Weil es gibt auf der ganzen Rallye-Route nur drei Termine, wo sich alle treffen. Das ist quasi am Start, das ist am Ziel und ich glaube, es gibt noch zwei Partys, also vier Punkte. Etappen. Etappen, wo sich alle treffen. Ansonsten ist das so, dass du dieses Roadbook bei Abfahrt kriegst und der Rest wird in einem Punktesystem gewertet. Also coolstes Auto bei Abfahrt, bestes Rallye-Outfit, lustigste Kleidung bei Abfahrt oder lustigste Kleidung allgemein. Wer hat welche Aufgaben erfüllt? Wir wissen nicht, was für Aufgaben auf uns zukommen, aber wir nehmen halt einfach mal an, wie sucht den höchsten Berg des Landes, fahrt dahin und macht ein Foto vom Gipfel. Ich nehme an, so Sachen werden da vorkommen und wir wissen es aber nicht. Wir sind alle Neulinge, im Internet steht auch nichts. Das ist übrigens die erste Balkan-Express-Rallye, habe ich rausgefunden. Das heißt, die passiert zum ersten Mal. Der Reiseveranstalter hat, glaube ich, noch 5 oder 6 andere. Aber diese Balkan-Rallye ist die allererste, die stattfinden wird. Deswegen weiß auch keiner, was da so wirklich passiert. Wahrscheinlich sitzt auf dem Berg dann ein Magier und er sagt 10 Punkte für Gryffindor. Vielleicht, vielleicht.